Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Armored Warfare. Heute zeige ich euch mal wieder einen Kampfpanzer der Stufe 3, den T-62 Veteran. Diesen Panzer gab es von Armored Warfare zum Gedenken an die Veteranen, daher auch der Name. An dem haben sie sich nicht bereichert oder sonstiges. Ding gab es einfach für alle, die in einem gewissen Zeitraum eingeloggt haben. Also eine schöne Sache. Diesen Panzer ist allerdings für jeden, der sagt, oh, ich habe den nicht, es ärgert mich total, da kann ich euch beruhigen. Bis auf die Optik, die natürlich schon sehr speziell ist und ich finde es auch sehr cool. Aber ansonsten ist er exakt baugleich zu seinem anderen Pendant. Das zeige ich euch auch nochmal schnell. Und zwar, wenn wir auf Upgrades gehen, sieht man hier, das ist der Veteran, den ich schon ausgebaut habe, komplett dann auf Elite. Und das ist der normale. Und ihr seht exakt die gleichen Module, also nichts anderes, exakt das gleiche Gerät. Die Details. Dieser Kampfpanzer der Sowjetära wurde als Upgrade der offensiven und defensiven Eigenschaften des T-55 entwickelt. Der Panzer wurde von 1961 bis in die 1980er Jahre in verschiedenen Ländern in einer Gesamtstückzahl von über 20.000 Einheiten produziert. Der T-62 hat die Auflösung der Sowjetunion überstanden und ist bis heute als populäres Fahrzeug bei vielen Armeen rund um den Globus im Dienst mit Kampfeinsätzen in Osteuropa, West- und Zentralasien. Ja, Schaden 309, Durchschlag 237, aber Tier 3, also absolut okay. Anhaltender Schaden, gar nicht schlecht für einen Kampfpanzer. Der Schutz dafür wiederum sehr mau, 1060 Hitpoints, die Wanne sehr weich, also da aufpassen. Höchstgeschwindigkeit 50,4. Deswegen schauen wir uns mal, wie sich der Veteranenpanzer so schlagen wird und wir springen ins Gefecht. Da sind wir also auch schon auf der Karte Hafensturm, wie man sieht. 3 gegen 3, beziehungsweise Tier 3 gegen Tier 3. Allerdings sogar 2 und auf Gegnerseite sogar ein einziger Einsener drin. Also von dem her sehr kurios. Und ja, ich habe ganz bewusst Einsener gesagt, weil, keine Ahnung, es hat sich zurzeit so in meinen Sprachjargon bisschen eingeschlichen. Ihr wisst ja, oder viele wissen ja, dass ich im realen Leben Autoverkäufer bei BMW bin. Und da sagen wir auch ganz gerne mal statt 1er, 3er, 5er, 1er, 3er und 5er. Also von dem her, ihr braucht euch keine Sorgen um mich machen. Ich habe keinen Tumor oder sonstiges, sondern das ist ganz einfach derzeit so ein Jux in meiner Arbeit. Und dementsprechend wirkt sich das leider auch auf meinen Sprachgebrauch bei den Videos aus. Tut mir sehr leid. So, ich bin sehr gespannt, wie sich der Gegner hier so anstellt. Gerade der Hafen ist ja immer gern und stark befahren. Deswegen müssen wir auch so ein bisschen natürlich aufpassen. Ich fahre jetzt auch mal ein bisschen außerhalb. Ich fahre jetzt nicht ganz genau mittig rein. Aber ich fahre auch nicht da hoch, sondern ich will hier schon da am Hafen bleiben. Aber vielleicht so eine Route wählen, die nicht jeder wählt. Sage ich es mal so. Nehme ich so ein bisschen hier außerhalb. Und ihr habt ja gesehen, Panzerung ist nicht so stark. Dementsprechend aufpassen ist angesagt. Und jetzt, wenn ich hier stehe, hier glaube ich, oder hier meine ich, dass ich ein bisschen Spaß haben können werde. Und dementsprechend, der Leopard hat schon mal einen von mir bekommen. Arti ist kein im Spiel, das ist schon mal sehr angenehm. Ich muss hier auch einfach aufpassen, dass ich, wenn ich erspäht bin, dass ich da nicht die Frontsau mache. Ja, wie gesagt, ohne Hitpoints ist das einfach nicht so einfach. Au, au, au. Da hätte ich doch ärgerlich. Na, kommst du nochmal raus, Leopard? Sieht nicht so aus. Die cappen jetzt, aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich tragisch. So,
So, da konnte ich den schön hitten. Ziel identifizieren. Ah, kritischer Schaden lediglich. Feindlicher Transporter. So, jetzt zieht er sich zurück. Jetzt hat er nämlich gesehen, die Position so im Cap, die ist nicht so von Vorteil. Jetzt könnte ich meines Zeichens cappen, aber das mache ich nicht, sondern ich will hier so ein bisschen in die Schnittstelle fahren und da den Gegner ein bisschen ärgern. Deswegen ärgere ich sie da jetzt dementsprechend gut und gebe da Gas. Wir haben uns ordentlich erwischt. Oh, oh, oh. Identifizieren. Nee, 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 Jungs. So leicht mache ich es euch jetzt nicht. Noch steht das Schneider oder das Messer auf der Kippe. Muss hier echt aufpassen. Ist nicht so ohne die Position jetzt hier. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Gegner nicht so mad ist und da hinten reinfährt. Laden, Heat. So, wir können jetzt hier schön Heat laden, weil auch auf der Tierstufe kann man gut mit Heat arbeiten. Ach, Gott sei Dank hat der nicht geklappt. So. Der hat schön gesessen. Man sieht schon, die sind da alle ganz schön garstig. Oh, so knapp. Aber klappt dann doch nicht. Jetzt fahren die dann hier wieder in den Cap. 6-9. Abgeprallt. Ärgerlich. Sie haben uns erwischt. Ah, und jetzt von hinten. So, den konnte ich zerstören. Identifizieren. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Und jetzt wurde ich leider zerstört, aber ich habe mich mit Füßen und Händen und allem, was mir so gegeben war, gewehrt. Und dementsprechend habe ich hoffentlich der Veteranin da ordentlich gedient und ihnen einfach eine kleine Hommage gegeben. Oh ja, der war schön. Der war schön. zu 6. Auch kein so Ergebnis, was jetzt komplett eintönig war. Also von dem her fand ich das eine vernünftige Runde und ich bin sehr gespannt, wie viel Schaden ich denn so austeilen konnte. Ja, jetzt kommt der AMX. Jetzt dürfte der Scorpion das zeitliche segnen. Ja, genau so ist es. Und da schauen wir doch mal, was wir so mit diesem schönen Stück am Ende gerissen haben. Natürlich eine Niederlage, immer schmerzlich, das steht außer Frage. Und ich denke, dass ich mich eigentlich von der Positionierung ganz gut bewegt habe. Ich habe den Gegner an Orten ein bisschen überrascht, wo sie so gar nicht damit gerechnet haben, dass ich da stehe. Also von dem her hat es ganz gut funktioniert. Ja, sieht man auch am Schaden, 2529. Ich habe hier den Meisterschützen bekommen und den Eiserner Stern, höchste Reparation des Verliererteams. Habe dabei 8 erspäht und 2 zerstört. 57.000 Credits gab es raus. Und dem Team, wie man gesehen hat, den meisten Schaden, die meisten XP. Und auch wenn man das Gegnerteam sieht, da wäre ich mit meinen 2500 Schaden immer noch sehr, sehr, sehr gut dabei. Ja, dann war es das für diese Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute bei Armored Warfare. Bis bald, euer Alcaramba.